Wir Originalaufnahme. Jetzt bin ich ja gerade bei meinem Manfred. Ja, ist der beste Zeitungsladen hier in Steglitz. Ja, und der macht sich natürlich genau wie ich. Wir sind zwei Bürger aus Berlin, die sich richtig Sorgen machen. Und erzähl mal, wo siehst du uns eigentlich so die Entwicklung? Die haben sie letztens das Handy hier geklaut, oder? Ja, natürlich. Einfach so? Ja, ist ja üblich, ist ja normal, weil ja unsere Ordnungskräfte keine Zeit haben für solche Bagatellsachen. Dann kriegt man dann nach 8 Wochen Schreiben, das war's bitte, wir können den nicht ermitteln, Verfahren eingestellt. So, jetzt mal ganz kurz, wo siehst du Deutschland in 10 bis 20 Jahren? Ganz hinten an, weil wir haben die Computertechnik verschlafen. Wir werden in den nächsten 20 Jahren mindestens 50% der Arbeitsplätze abbauen. Die werden nämlich durch Roboter ersetzt, sodass also kaum Beschäftigung noch da ist. Und die Kriminalität, die wird sinken bestimmt, oder? Die ist ja jetzt schon 10% runtergegangen, aber die Kleinkriminalität, die wird bleiben. Ja. Wo so Bagatellsachen, Beschaffungskriminalitäten für Rauschgift und sowas alles. Ja. Das wird steigen, aber die großen Delikte werden zurückgehen. Das ist Professor Manfred, ja, aus dem Zeitungsladen von Hindenburg. Ich bin gerade bei Manfred raus und der hat mich natürlich komplett beruhigt. Papa, ja? Kann ich zu Hause iPad gucken? Ihr könnt aber maximal 30 Minuten, ja, länger nicht. Okay, einverstanden? 50. Nein, 30 Minuten. Abgetreten, weiter hier die Terrasse sauber machen. Und das dann ist doch Disziplin, oder? Ja, und die machen sofort die Terrasse sauber. So muss das sein. Also Onkel Manfred, ja, unser Professor der Sicherheit aus dem Zeitungsladen, hat mich beruhigt. Ja, er sieht eher die Problematik, dass man ganz schwer später Arbeitsplätze bekommt, weil die Weltherrschaft wird von Robotern und Computern übernommen. Und die Kriminalität, die sieht er nicht so schlimm wie ich. Ich sehe die ja ganz, ganz schlimm. Hat mich beruhigt. Ein Profi hat mal gesprochen. Ich habe dazu gelernt, ich kann jetzt in Ruhe schlafen. Und Frau Merkel scheint doch recht zu behalten. Wir schaffen das doch. Top.